Schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut. Heute bin ich im Revier unterwegs und schaue nach Spuren von Wildschweinen und Rehen. Und mal sehen, ob sich noch ein Ansitz, ob sich die Jagd noch lohnt. Aber vorstellen möchte ich heute euch hier die Jacke Icebreaker von Jack Wolfskin. Und das Ding, das hat sich echt super bewährt und deshalb möchte ich auch ein Video drüber machen. Angefangen hat das Ganze, dass ich die Jacke als Frauenmodell meiner Frau geschenkt habe und draußen auf unseren Touren hat sie mir dann gesagt, Mann, die Jacke, die ist optimal, die ist absolut regendicht, die ist absolut winddicht, die hält super warm. Und dann habe ich mal auf der Schnäppchenjagd geschaut und habe mir auch hier die Jack Wolfskin Icebreaker gekauft. Ja, und zwar nennt sich das so eine 3-in-1 Jacke. Das heißt, da ist eine Fleecejacke innen drin, die man einzeln tragen kann. Man kann die Regenjacke, Windjacke einzeln tragen oder eben eingezippt als Kombination. Getestet habe ich die Jacke jetzt über mehrere Wochen. Einmal schon im Revier bei Regen, jetzt hier bei minus 6 Grad und Schnee, Schneetreiben. Dann hatte ich die Jacke in Dänemark mit dabei an der Küste. Da war es auch eisig kalt, eiskalter Wind bis 85 Stundenkilometer. Auch in den Minusgraden, Chillfaktor bestimmt minus 10 Grad. Und in allen Situationen kann man sagen, hat sich die Jacke perfekt bewährt. Also da geht kein Wind rein, da geht kein Regen durch. Und was bei solchen Jacken sehr wichtig ist, hier, das ist einmal der hochschließende Kragen, der wirklich dann auch dem Kinn und dem Mund noch Schutz bietet. Und genauso sieht es aus mit der Kapuze. Wenn ihr hier bei extrem widrigem Wetter alles dicht macht, ja, dann seid ihr wirklich perfekt geschützt. Die Kapuze kann man hinten noch über einen Gummizug zurren. Genauso hier an der Seite lässt sie sich dann noch optimal verstellen, je nachdem, ob man noch eine Mütze drunter hat oder nicht. Ja, also auch das ist hier optimal gelöst. Ansonsten ist die Ausrüstung nicht spektakulär, aber genau das, was man erwartet. Also hier haben wir mal einen super gut laufenden Zwei-Wege-Reißverschluss. Hier ist noch, ohne dass man die Jacke öffnen muss, noch eine sehr geräumige Innentasche, ebenfalls mit AV. Und eine Windschutzleiste mit Klettverschlüssen. Unten im Saum hat sie dann noch einen Gummizug, sodass man hier zumachen kann und dann auch hier von unten kein Wind reinbläst und die Wärme gehalten. Und an den Ärmeln hat man die üblichen Klettverschlüsse, sodass sich die Ärmel hier auch komplett winddicht und entsprechend der Unterkleidung, die man trägt, sehr gut zumachen lassen. Was mir an der Jacke auch besonders gut gefällt, ist die Länge einmal von den Ärmeln. Ich bin 1,83 groß, ich habe jetzt die XL-Version, das heißt hier die Ärmel gehen bis zu den Knöcheln und ausgestreckt sind sie nicht hier, sondern da, wo sie hingehen, nämlich hinter dem Handgelenk. Auch das ist optimal, vor allem im Regen. Ja. Dann kann man eben die Hände noch einziehen und dann tropft der Regen eben drüber weg. Was auch super ist, ist die Länge. Die ist nämlich nicht sehr, so kurz geschnitten wie sonst manchmal Regenjacken, sondern die geht schön übers Gesäß drüber. Mit dem Gummizugabschluss macht die dann schön dicht. Ja, und man hat wirklich auch nur die Gesäßpartie hier warm. Und wenn man sich mal hinsetzt, ja, dann hat man eben auch am Hintern noch diesen Regenschutz. Und wie ihr hier seht, die Innenjacke, die geht bis oben in den Kragen, sodass auch hier nicht die kalte Partie, irgendein Reißverschluss, hier ist auch nochmal eine Auflage, sodass man wirklich bis zum Kinn warm hat. Ja, und hier lässt sich dann die Jacke quasi auch auszippen. Ja, hier zeige ich euch jetzt noch die Innenjacke. Ist so farblich passend abgestimmt. Ist ein sehr guter, angenehm warmer Vlies. Die Jacke hat hier links und rechts eine Einschubtasche ohne Reißverschluss. Innen sind die Taschen auch gefüttert, also man hat hier die Hände sehr warm und was ich schon gesagt habe, auch die Fleecejacke, die schließt hier schön sauber und sehr gut am
Hals ab, ja, sodass man wirklich warm eingepackt ist. Also jetzt in der kann man auch laufen, wenn es jetzt nicht windet. Wenn es hier im Tal ist, ist jetzt gerade windstill, trotz minus 5 Grad könnte man sich jetzt so bewegen. Vorher war so ein kleiner Schneesturm, dann ist die Überjacke optimal. Wenn man die Überjacke trägt bei Regen im Sommer, hat man, also hier, man kann echt sagen, bei Themen, wo man jetzt nicht im Ansitz wäre, sie jetzt zu kalt, ja, da braucht man mehr Isolation, aber ich habe es jetzt hier im Revier, beim Pirschen, bei den Revierarbeiten, bei den Kontrollgängen immer an und da ist sie wirklich optimal, ja, und quasi eine echte, wenn man so will, 3-Jahres-, 4-Jahreszeiten-Jacke sogar, ja, wenn man mal jetzt ausklammert, dass man nur auf dem Hochsitz sitzt, da braucht man dann eine andere, noch wärmere Ausrüstung. Aber hier im Aktivitätenbereich, ja, kann ich das Ding echt empfehlen. Und am Ende des Videos zeige ich euch noch ein paar Detailaufnahmen von der Jacke. Was sich lohnt, ist immer ein Blick ins Internet. Ja, die Jacke meiner Frau, da konnte ich 50% Rabatt habe ich da im Angebot gefunden und das lohnt sich natürlich. Also bevor er zuschlagt, recherchiert gut im Internet. Ja, also die Bilder, die folgen jetzt gleich. Schön fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Hans. Ciao.